So, da bin ich ja zurück bei The Night of the Rabbit. Ja, ich bin schon ein bisschen Panne, ne? Ich meine, krümeliger Kalkstein heißt ja jetzt nicht, dass da schon Krümel sind. Das heißt, wir müssen das Ding anheben. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Aha, und da draufhauen. Das geht echt in die Arme. Irgendwie, ich weiß nicht, wieso ich da vorher nicht drauf gekommen bin, ne? Hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Das müssen wir jetzt wichsen mit dem. Passt. So, dann haben wir einen Pulvermix. Schwarz und weiß ergeben grau. Wie bei meinen Bildern im Kunstunterricht. Das muss jetzt da rein. Ist drin. Und jetzt müssen wir... Rinde. Auch da rein. Auch drin. Okay, Rinde. Ast. Ein Stock bringt hier... Nee, Moment. Eiche. Hier. Und... Frucht. Hagebutten sind cool. Nee, hier das. So. Okay, jetzt ist alles drin. Jetzt muss ich das hier auf den, auf die Waldkreuzung anwenden. Das sollte klappen. Mal gucken. Mysteriöser Pulverkeil für Dose. Oh, mysteriös. Und jetzt anzünden. Na gut, dann wollen wir mal. Eine Kiste? Okay, eine Kiste habe ich jetzt nicht erwartet. Aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Lesen. Ein unmöglicher Reisekoffer ist auf der Waldkreuzung aufgetaucht. Was mag es damit auf sich haben? Unmöglicher Reisekoffer. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Sie Kiste? Die Reisekoffer? Hä? Passt nicht ganz, wa? Poster mitnehmen. Der große Zarow. Geben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Den machen wir gleich erstmal auf. Gehst du mal einen Schritt an der Seite? Danke. Ist hier noch was außer der Zylinder? Ne, Zylinder mit dem. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Mach auf. Alles klar. Mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Stopp mal wieder. Auch nicht? Was für ein eigentümlicher Zylinder. Vielleicht die Nachricht da rein. Mit der Nachricht gehe ich lieber vorsichtig um. Okay, dann erstmal diesen Riss. So ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht repar. Hey, Zauberstab. Da steckt ein Zauberstab im Innenfutter.
Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Ach, wirklich komisch. Ah, und jetzt? Nehme ich mir den Zauberstab? Moment, angucken. Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zarov. Ob man damit wirklich zaubern kann? Ich denke mal. Zylinder. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also. Abraka! Oh. Oh. Ein Hase im Smoking. Der nicht spricht. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotong. Oh, aber Sie sind ein... Borectolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Ja genau, oh, wollte ich sagen. Also ich heiße Jeremias Ha... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt, leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an Zuhause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Was sagt er? Ich erinnere mich kaum. Ach. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal als Zauber aufgetreten. Zauber ist ja kein richtiger Beruf, also... in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß. Denn ich bin Zauberer. Ein Zauberer. Gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Gebraucht. Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Gut. Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jared, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Oh, schade. Oh, schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Eine lange Zeit, natürlich. Eine lange Zeit, natürlich. Warum liegt das eigentlich vor? Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, okay, zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jack. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft
erlaubt dir nur einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Zylinder. Jack, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Natürlich, ich war da gerade. Das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Huch. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Baumläufer? Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Cool. Das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Oh. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Und weg sind wir. Jemand tritt auf die Lichter. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt im Auge des Orkans. Was? Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Okay. Deine Selbstgespräche verstehe ich noch nicht wirklich.
Oh. Wir sind um einiges kleiner als vorhin. Aber das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Huh? Aber das ist ja... eine... mit... Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Er schon wieder. Okay. Gott, oh Gott. Da war die Stadt. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Deswegen bin ich so klein. Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Mhm. Oh, das sieht ja ganz nett aus. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Eine Auszeichnung? Erfolge. Folge dem weißen Kaninchen. Ja, super. Das ist ein interessanter Erfolg. Sehr gut. Dann unterhalten wir uns jetzt mal ein bisschen, oder? Würde ich sagen. Hallo, tanzende Maus. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. Wuhu! Mhm. Die Stimme passt jetzt nicht wirklich so, ne? Junges Eichhörnchen oder rundliches Tier mit Schirm? Du hast nicht Junges Eichhörnchen. Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique. Superhörnchen-Boutique. Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschige Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Oh, vielleicht hätte ich mit meinem...
meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Okay, sie sucht ein Paket. Goldenes Horn mit Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Litfaßsäule mit Bekanntmachung. Auf einem der Zettel steht in schwer lesbarem Gekritzel: Achtung, mein Name ist August. Ich bin 5 Jahre alt. Ich spiele gerne Piano. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Und dann hat er noch ein lustiges Gesicht darunter gemalt. Okay. Werbeplakat. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Zwerge? Statuen. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Okay, reden wir mal mit dem rundlichen Tier mit Schirm. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Okay, wo geht's denn hier noch so hin? Fragezeichen? Fragezeichen. Fragezeichen? Kaffee? Oh, hallo. Maus mit Rucksack. Maus mit Rucksack? Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Hallo? Hi. Alles in Ordnung? Ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Okay. Gut. Wir sehen uns dann weiter im Dorf um in der nächsten Folge The Night of the Rabbit. Danke fürs Zusehen und tschüss.